Name ist Wang Lan. Ich komme aus China und in Berlin. Können mich die Leute kennen? Da ich überall in Berlin chinesische Malerei und die chinesische Kalligrafie Unterricht gebe. Heute malen wir Bambus im Wind. Wie gesagt, Bambus ist, gibt es sehr viele verschiedene Arten von Bambus. Also was Bambus im Wind, Bambus in Schnee, Bambus im Regen und so verschiedene. Aber heute malen wir nur Bambus im Wind. So. Und dann wir müssen denken, dass die Bambus sich bewegt wie im Wind. Okay, dann machen wir mal jetzt. So, dann ist das, dann machen wir mal die Stiel. Dann kommen zwei Punkte. So, das ist, und dann können wir hier noch eine graben, zum Beispiel. Dann machen wir hier noch einmal. Wie Wind kommt, der Bambus sich sehr bewegt. Und dann kann man noch ein bisschen die Äste noch dazu kommt. So. Und dann kann man natürlich, da gibt es auch ein bisschen hellere, dann kann man ein bisschen dazu noch. Gut. So, das ist so die Windbambus. So. Okay, das ist so, wie man den Windbambus zeichnet. Wie gesagt, das am besten diese immer so diese bewegen. Dann ist die Windbambus, die Blätter ist so wie Wind. Die Wind kommt und die sich so bewegt. Ja? Und dann die Äste musst du sowieso ein bisschen mehr rund. Bisschen, ja. So. Das ist Windbambus, die Blätter, wie meint. Und die Blätter, wie gesagt, wie ein Wind von hier kommt. Und dass die Wind, Blätter sich hier sehr bewegt. Und die Stamm oder die Stamm ein bisschen krumm. Aber das ist natürlich junge Bambus. Oder kann man auch sagen, dass Äste sich so bewegt. Nur man denkt, Wind von welcher Richtung kommt. So ist das die Bambus im Wind.
Okay.